Ein Bild der Zerstörung bot sich den Einsatzkräften. Und das unmittelbar vor dem Gelände einer Schule. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot angerückt. Es stellte sich dann heraus, als wir eingetroffen waren, dass aufgrund eines internistischen Problems, das der Busfahrer offensichtlich erlitten hatte, er frontal gegen einen Baum gefahren ist. Er hatte 41 Personen an Bord. Von diesen 41 Personen wurden 3 lebensgefährlich verletzt. Es waren zahlreiche Schwerverletzte und Leichtverletzte. Der 53-jährige Busfahrer wurde beim Zusammenstoß eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mittlerweile konnte für die Schwerverletzten Entwarnung gegeben werden. Sie befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wir haben so eine Lage in den letzten 30 Jahren nicht gehabt im Landkreis. Das ist die erste größere Lage und dafür hat das Zusammenspiel aller Kräfte sehr gut funktioniert. Für Angehörige der Verletzten wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Verantwortlichen zeigen sich über den Unfall bestürzt. Natürlich ist man da erstmal, ja, macht man sich Sorge um die Verletzten. Ich wohne hier gleich um die Ecke, das ist mein Weg. Da fahre ich immer mit meiner Tochter auf dem Dreirad genau an diesem Baum entlang. Und da ist man natürlich erstmal schon geschockt, aber schaut, dass man helfen kann. Doch trotz allem schwingt auch ein wenig Erleichterung mit. Und jetzt hoffen wir einfach, und das ist auch der Punkt, dass einfach nicht noch Schlimmeres passiert ist. Ich meine, der Baum ist hier auf die Straße gefallen, da waren Schüler auch in unmittelbarer Nähe. Das hätte die auch treffen können. Da bin ich einfach dankbar, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Der Bus wurde abgeschleppt und die Straße wieder freigegeben. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere 10.000 Euro.